Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Werkstatt-Vlog. Heute steht mal wieder ein bisschen was auf dem Programm. Wir haben gerade das Video gedreht, wo wir das Kettenblatt am Decoy austauschen. Falls euch das interessiert, wie man an einem Shimano-Motor das Kettenblatt austauscht, dürfte das jetzt auch schon online sein. Also, Link ist in der Videobeschreibung. Und wir haben noch ein bisschen was bestellt für meinen Decoy. Also sagen wir es mal so, eine Sache hat der Patrick in Anführungszeichen für mich bestellt. Ich habe immer ein bisschen rumgeweint, weil es für die Ölinsgabel hier diese Anschraubpunkte gibt, aber kein gescheites Schutzblech dafür. Habe mich aber jetzt auch nicht wirklich damit beschäftigt. Und an jenem Tag schreibt mir der Patrick, hey, guck mal hier, schickt mir so einen Link. Das Schutzblech müsste bei der Ölinsgabel passen. Dementsprechend hat er leider nicht lang rumgemacht und hat das Ding einfach bestellt. Es war nicht billig. Also ich muss sagen, ich habe mit Versand, glaube ich, 43 Euro irgendwas gezahlt. Ist schon bodenlos für ein bisschen Plastik. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt passt. Also in der Beschreibung stand, dass es für Ölinsgabeln passt. Aber ich weiß nicht. Ich bin da gespannt. Und ist aber MTB News Testsieger. Na, wir gucken mal. Das hier ist auf jeden Fall das gute Stück. Oh ja doch, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Kann man nichts sagen. Schauen wir mal. Es ist halt schon ein Riesenschutzblech, ne? Aber im Winter halt schon geil. Okay, so groß ist das jetzt auch nicht. Schön, und aber wirklich. Es sieht halt tatsächlich deutlich hochwertiger aus, als das hier mit dem Kabelbinder. Und man muss auch sagen, dass mit den Kabelbindern scheuert natürlich auch schon immer ein bisschen hier im Lack. Klar, man kann ein bisschen Isolierband dazwischen machen, aber ja. Mal gucken, also das werden wir auf jeden Fall mal ranbauen. Und dann, was ja auch bodenlos ist, ich habe ja keine Trinkflasche an meinem Bike. Weil so eine normale Fitlock-Flasche kann man ja hier schlecht montieren. Aktuell ist hier mein Pumpentool montiert. Da musste ich übrigens auch ein bisschen pfuschen, weil diese Verschraubungen hier sind keine normalen, sag ich mal, Standard-Verschraubungen, sondern die sind minimal kürzer als so diese normalen Befestigungsschrauben. Ja, deswegen musste ich das hier so ein bisschen aufbohren. Jetzt habe ich mir trotzdem mal die Trinkflasche bestellt, extra für das Decoy. Ich meine, klar, dass die Trinkflasche nicht riesig ist, weil hier ist halt fast kein Platz, okay. Aber ich bin trotzdem sehr skeptisch, muss ich zugeben. Weil, ich meine, okay, sie ist sehr klein. Das ist schon, und dafür fast 40 Euro, okay, sei dahingestellt, ist jetzt egal. Aber wie beschissen geht diese Flasche bitte hier raus? Ich meine, okay, ja, sie wird wahrscheinlich auch gut halten. Ja, was ist das? Wie soll ich das am Trail da reinkriegen? So, okay. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir bauen das jetzt mal ran und machen ein bisschen Wasser rein und dann werde ich es einfach mal ausprobieren, wie gut sie sich jetzt rein und raus machen lässt. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es ist natürlich cool, dass wir überhaupt irgendwas zu trinken am Fahrrad mitnehmen können, wenn man keinen Rucksack, ein Hipbag oder irgendeine Tasche mitnehmen will. Aber wirklich? Na, wir schauen mal. Aktuell verwende ich ja an meinen beiden Bikes, also am Track und auch hier am E-Bike, dieses Pumpentool von OneUp. Bin ich auch sehr zufrieden. Werden wir jetzt demnächst auch mal so einen kleinen Erfahrungsbericht zu machen, euch das mal ein bisschen zeigen, wie das Ding funktioniert. Habe es jetzt, sage ich mal, das komplette Jahr bisher benutzt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ist eine coole Sache, schön klein und dezent. Genau, aber da werden wir mal ein separates Video zu machen. So, jetzt machen wir hier noch ein wenig sauber und dann tun wir mal dieses etwas von Flasche montieren. Naja, besser als keine, ne? Ja, man kommt halt schlecht hin. Sowas Blödes. Schau mal. Und dann komme ich hier mal dagegen und mit einem größeren Schlüssel komme ich auch nicht rein. Und die Schrauben sind zu lang. Wollen mich doch auf den Arm nehmen. Als ob die jetzt zu lange Schrauben damit geliefert haben. Das kann doch nicht sein. Ich meine, ich bin doch nicht der Erste, der diese Flasche daran baut. Aber bevor wir das machen, probieren wir noch was aus, ob es nicht vielleicht trotzdem möglich ist, dass wir unter dem Flaschenhalter das Pumpentool trotzdem befestigen. Also natürlich passt mein Pumpentool nicht noch darunter. Schade, mit Fitlock funktioniert es wunderbar. Zeige ich euch gleich nochmal. Wir schauen uns das gleich an bei meinem Track, wie Premium es da ist. Okay, auf jeden Fall habe ich das Ding jetzt hier rangeschraubt. Mit kürzeren Schrauben aus dem Hause Lotter, weil die von YT sind ja zu lang. Und jetzt hat, also jetzt mal ehrlich, wie
Also ja, es funktioniert schon, aber wie beschissen, also mit einer Hand, es ist maximal nervig, das hier rein und, also ich glaube, wenn man dann so weiß, wie es geht, okay, aber das ist nicht Premium. Es tut mir leid, ich liebe es Decoy, es ist ein saugeiles Bike, aber das ist nicht Premium. Wisst ihr, was stattdessen Premium ist? Dieses Schutzblech, schaut euch das mal an, wie perfekt es hier reinpasst. Wir haben jetzt den Mesh gerade schon mal runtergemacht. Es passt hier wirklich perfekt rein. Man kann es hier oben mit drei Schrauben festmachen. Das sitzt einfach perfekt. Das ist Premium. Das gefällt mir. Patrick, sehr gut. Hast du gut rausgesucht. Das montieren wir jetzt mal. Aber bevor wir das montieren, zeige ich euch noch mal ganz kurz bei meinem Track, wie geil das da ist mit der Flasche und mit dem Pumpentool. Passt mal auf. Verzeiht mir, es ist sehr dreckig. Ich war vorgestern fahren. Also, na warte, ich zeige es euch von der anderen Seite. Hier habe ich quasi diesen Fitlock-Halter. Und hier das Pumpentool drunter. Man kann die Flasche hier übel Premium abnehmen. Mega Premium. Man kann die Pumpe hier geil festmachen, hat sie immer dabei. Das ist Premium. Aber das ist nicht Premium. Tut mir leid, aber so ehrlich muss man sein. Aber, okay, wir können nicht nur heute haten. Wir müssen eine positive Sache festhalten. Eine positive Sache ist, man kann was trinken. Also das Grundziel, ja, die Idee einer Flasche am Fahrrad ist erfüllt. Ja, man hat sie dabei. Ich würde auch mal davon ausgehen, dass hier nichts groß klappert, weil es sitzt schon da straff drin. Aber halt so vom ganzen Feeling und Handling ist es nicht so schön. Aber okay, ist jetzt wurscht. Es erfüllt seinen Zweck und dafür ist ja das Schutzblech Premium und das ist geil. Das ist halt schon witzig, ne? Das hat halt ungefähr das gleiche gekostet. Das hier hat 43 Euro gekostet und das hat, keine Ahnung, 40 Euro gekostet. Und in beiden Fällen bekommt man Plastik und ein paar Schrauben. Das ist schon irgendwie lustig, finde ich. Naja, egal. Wir werden jetzt mal hier das Schutzblech montieren. Das ist echt krass, was hier alles dabei ist. Ich weiß jetzt gerade noch gar nicht so genau, wofür das alles ist. Und diese Werkbank sieht aus. Man sieht auf jeden Fall, dass heute wieder gearbeitet worden ist. Das geht ja gar nicht. Also hier wird gleich erstmal aufgeräumt. Aber erst montieren wir das Schutzblech noch. Ich bin gerade mega beeindruckt von diesem Schutzblech. Das ist, also wirklich, ich habe selten was so extrem durchdachtes gehabt. Also erstmal, dieses Schutzblech passt perfekt. Dann ist es so, ihr könnt es Fox, Mazzocchi, SR Santur, RockShox und Öhlins verwenden. Und je nachdem, welches ihr verwendet, gibt es halt hier auch entsprechend, ist alles beschriftet. Das hier braucht ihr für Fox oder Mazzocchi. Das hier braucht ihr für Öhlins. Und dann, was auch mega Premium ist, hier kommt noch so ein Gummi dazwischen, bevor man es anschraubt, damit wahrscheinlich nichts vibriert und es gescheit hält. Und hier sind auch noch so Gummiklebepads für rechts und links, damit es hier das Plastik nicht an der Gabel scheuert und euch den Lack kaputt macht. Mega Premium. Dann schrauben wir das hier mal fest und gucken, wie Premium es wirklich ist. Boah, also das ist schon wirklich geil. Das sind sehr gut investierte 40 Euro. Vor allem im Winter, glaube ich, das schützt wirklich richtig. Das liegt schön nah an, das flattert nicht rum, das macht nicht komische Geräusche. Es ist stabil. So muss ein Schutzblech sein. Sehr, sehr geiles Produkt. Sieht richtig gut aus, richtig clean, ist fest, wackelt nicht irgendwie rum und selbst wenn sich das hier irgendwie mal klappert oder so und hier mal auf dem Reifen irgendwie drauf kommt, passiert ja nichts dadurch, dass es hier alles schön abgerundet ist. Sehr, sehr geil. Das ist wirklich ein sehr schönes Schutzblech. Das kann ich sehr empfehlen. Jetzt kommt noch ein kleines Detail. Wir haben hier so einen nicen Aufkleber von YT mit diesem Blitz in Gelb. Und es passt natürlich perfekt. Naja, fast perfekt. Und den kleben wir jetzt hier hin. Bremsenreiniger, schön entfetten. Hat schon was, ne? Oha! Ich habe noch eine richtig geile Idee. Es gibt jetzt auch seit neuestem Biking, also geplottete Biking is awesome Schriftzüge in so einem, sag ich mal, pigmentierten Weiß-Silber. Also quasi so Shiny Flakes Look.
muss man das hier schön raufdrücken und dann fängt man an einem Eck an und dann zieht man das runter. Ultra Premium! Das sieht geil aus! Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das sieht schon geil aus. Das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin eigentlich zufrieden. Mehr schaffen wir jetzt nicht mehr. Gleich ist Feierabend. Wir müssen noch aufräumen. Und ich denke, war ganz cool zuzuschauen. Falls euch Videos zum Decoy mehr interessieren, ich habe so eine komplette Service-Reihe dazu gemacht. Oder beziehungsweise die ist noch am Laufen. Wir haben aber auch schon einiges gemacht. Wir haben die Schaltung ausgetauscht, Kettenblatt. Wir haben Bremsscheiben gewechselt, wir haben die Narbe hinten geserviced und jetzt dann Richtung Herbst, Winter werden auch noch die ganzen Lager und Gelenke kommen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Also da haben wir auf jeden Fall einiges produziert. Schaut da gern mal rein. Okay, macht's es gut. Servus.